Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen wieder zurück zu Kraken Academy. Was ist der Plan jetzt eigentlich? Wir warten. Wir haben doch hier ein paar Aufträge. Wir müssen ja bis Mittwoch müssen wir warten. Da war nämlich jetzt die Frage, gehen wir auf das Date oder retten wir die Welt? Ich glaube aber, wir gehen erst aufs Date, einfach weil, ja, wieso? Weil wir dafür einfach mehr machen mussten. Und ich muss... So, jetzt müsste es gehen. Weil wir dafür einfach mehr machen mussten. Und irgendwie spinnt mein Headset. Ich glaube, das liegt aber tatsächlich hier an dem... An dem Headset selbst. So. Machen wir das kurz mal raus. Und wieder rein. Hat jetzt keine Besserung gebracht, egal. Ja, wir werden jetzt mal mit der Mutti telefonieren, damit wir ein bisschen Zeit einsparen können. Wir machen bis... Was? Das hatte ich doch schon. Okay, ich wollte jetzt einfach nur bis zum Abend warten, weil ich dann... 36 Stunden verbleibende... Habe ich schon erzählt, dass der Ton sich anhört wie der von Zelda, Majora's Mask, wenn man, die ersten 12 Stunden dann, oder die ganzen 12 Stunden gemacht hat? So. Du nennst mich ein Hitchkick. Hitchkick, ziemlich armselig. Ach bitte, eine Proletin wie du hat doch nichts anderes drauf als primitive Sprüche. Ich muss mir das Mikro ein bisschen hier rüberräumen. So, jetzt ist besser. Die schafft sogar den Hund. Die schafft sogar der Hund in der Kunst AG. Die Bernadette mag die Yacht ihres Vaters, mag nicht arme Leute. Was ist denn das eigentlich für eine Zweiklassengesellschaft? 16. Ich bin eine Prinzessin und du nicht. Okay, Sim. So. Ja, das hat mich schon. So, der rennt automatisch, aber sehr schnell. Finde ich gut. Gefällt mir. Jetzt spinnt der Sound bei mir total. Komisch. Verstehe ich nicht. Jetzt habe ich gewackelt mit dem Controller. Jetzt geht's, oder was? Lol. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das Ding hat. Ist mir jetzt aber auch egal. Egalsen. Wir gucken einfach mal, ob wir hier irgendwo noch mal ein paar Sachen finden. Wir waren lange nicht mehr bei dem Kraken hier. Okay, passt auf. Wir machen doch mal... Ich werde mal ganz kurz das Headset wechseln, das geht mir auf die Nerven. Das geht mir echt extrem auf die Nerven. So, Headset gewechselt. Ich glaube aber nicht, dass es daran lag. Vielleicht muss ich die Xbox einfach mal neu starten. So, wie schaut's mit dir aus? Also, worauf wartest du? Geh Mittwochabend zur Party. Ja, das machen wir. Machen wir. Also hier können wir nichts machen. Wir suchen halt einfach nochmal kurz ein paar Leute, die wir anquatschen können, weil ich möchte ja auch den Codex vollkriegen. Ich will ja hier die ganzen Chars freischalten. Hier kann ich nicht runter. Aber hier runter kann ich, ne? Bei dem Boy kann ich... Bei dir kann ich was kaufen, gelle? Moin. Steige die Effizienz... Was brauche ich denn dafür? Freundschaftsabzeichen erhalten. Wie kriege ich Freundschaft? Ah, Freundschaftsabzeichen. Ich verstehe schon. Pass auf. Freundschaftsabzeichen, indem ich den Leuten helfe. Ja, ja, okay. So. Gut. Dann gebe ich hier einfach nochmal rein. Und gucken mal. Der pennt noch. Aber hier gibt es sonst nichts, ne?
Ich glaube nicht. Kann doch mal hier in die Toilette, aber. Ja, das hat mir auch schon. Kann ich das vielleicht. Oh, krass! Ah, ich verstehe. Pam! Kann ich das wieder nehmen? Ja, ich habe wieder Schlaftabletten gekriegt. Ich könnte die natürlich der Lehrerin geben. Die könnte ich der Lehrerin geben, dann kann die doch pennen, oder nicht? Aber dafür müssen wir erstmal wieder zurück. Ich glaube, wir werden jetzt hier auch mal. Kann ich hier runter? Hier runter kann ich, aber das bringt mir nichts. Hier ist ja niemand. Laden ist dicht. Der steht bei seinem Lagerfeuerchen. Ich laufe immer noch mit dem. Ich laufe immer noch mit dem Pinguin-Kostüm rum. Süß. Gefällt mir. Ich mag das. Ich mag das echt. Ich finde das einfach nur niedlich. Vor allem, dass sich der Charakter-Skin da noch. Also nicht der Skin, sondern der in dem Gespräch noch ändert. Okay. Wir gehen aber jetzt nochmal kurz hoch in die Schlafgemächer und gucken mal. Vielleicht finden wir da ja wieder irgendeinen Auftrag, den wir machen können. Hier ist nix. Ach, das war. Das ist kein Zimmer. Ist auch nix. Sieht halt alles so richtig heruntergekommen aus. Hier ist nirgendwo was. Ah, gut, ist mir aber auch ganz recht. Ehrlich gesagt. Kurz in die Schlafgemächer und dann. Ah, hier ist doch noch jemand. Ja, die Schülerin, die hat sich in meinem Zimmer ist kaputt, also schlafe ich manchmal am Feuer bei Sticks Schuppen. So. Der Viktor. Nee, Wladimir. Nee, noch nicht. Ich bin dabei. Ich probier's, aber ich hab's ja noch nicht gekriegt. Das ist mein Zimmer, gell? Ja, dachte ich mir. Gar nicht mal probiert, ob ich da auch schlafen kann. Hier ist niemand. Kann ich schlafen? Würde ja Sinn machen eigentlich, oder? Ja, dachte ich mir. Das hätte ja gar keinen Sinn gemacht, wenn ich mit der Mutter telefonieren kann, damit die Zeit skippt. Raus aus den Federn, es ist Mittwochmorgen. So. Moin. Warum gibt es kein Bad in den Wohnräumen? Nachts müssen wir zum Pinkeln immer bis zur Schule laufen. Ja, scheiße. Das ist ärgerlich. So, Wladimir, du bist weg. Da fuck. Der Hausmeister. Uff, diese verflixten Rohre. Komm, helfen wir dem doch mal. Brauchen Sie Hilfe? Das ist eine Hausmeisterangelegenheit, Kleiner. Aber hey, wenn du einen 22er Schraubenschlüssel für Quetschverbindung findest, sag mir Bescheid. Die Kinder hier oben leben schon seit 2 Monaten ohne Heizung. Der Hausmeister, der mag unberührte Laubhaufen. Mag nicht Mepsi. Was sind denn Mepsi? Wie entfreundet man Leute auf Kraken-Net? Knorzkopf. So. Und da kommt jetzt keine Quest oder was? Okay, schade. Das wäre halt cool gewesen. Brokkoli Girl. Ach, die Picknickstelle auf dem Hauptplatz schon wieder besetzt. Diesmal feiert Stanislav dort seinen Geburtstag. Ist das jetzt schlecht oder ist das gut? Ich weiß es nämlich nicht. So. Aber wir können doch bestimmt in den Unterricht, oder nicht? Ist ja moins. Ich frage mich halt, inwiefern sich die Zeit, also inwiefern sich die Geschehene auch um die Zeiten ändert, wisst ihr? So um 8 Uhr, um 9 Uhr, pipapo. Weil es wird ja da oben angezeigt, die Uhrzeit. So, dir kann ich die Schlaftabletten geben. Das erste Lied von Midnight Riot ist fantastisch. Ich bin so stolz auf die Kinder. Schlaftabletten. Sie beklagen sich doch immer über Schlafentzug, also habe ich... Oh, ich war immer zu faul, mir die zu besorgen. Vielen Dank. Hoffentlich verschlafe ich jetzt Burian als Teleport.
So, befreunde dich mit Markova. Wunderbar. Nebenquest beendet. Ist jetzt die Frage, kriege ich das immer wieder weg? Und wo sehe ich meine Freundschaftsabzeichen? Ah, alles klar. Okay, ich sehe es da bei den Leuten, da kann ich mich... Der braucht einen perfekten Tee. Aber wie trinkt er seinen Scheiß-Tee? So, der braucht Briefmarken. Mit der muss ich mich wahrscheinlich daten. Der Kostatin, keine Ahnung, was der jetzt will. Der Jean. Das kriegen wir noch alles raus. Wir haben ja bisher nur ein Gebiet. Das kriegen wir alles raus. Hab ich Bock drauf. Also, offiziell soll das Spiel nicht so lang gehen. Offiziell. Wusstest du, dass es an dieser Schule einen Geheimkult gibt? Diese Organisation existiert schon seit dem Mittelalter. Ist das so? Das wusste ich jetzt noch nicht, Digi. So, von hier kamen wir. Da wollen wir nicht hin. Hier ist sonst nichts. Aber wir können halt nicht viel machen. Aktuell, weil wir halt auch nur... Das ist ein scheiß Krokodil, Alter. Der Alligator knurrt dich an deinem... Deine... Wo kommen die denn alle her? Mein Skelebona-Kostüm wurde konfisziert. Zum Glück habe ich noch ein Ersatzkostüm für die Party. Bestimmt ist niemand sonst auf die Idee gekommen, sich als Teufel zu verkleiden. Mit Sicherheit niemand. Baba Todorka sagt immer, ich wäre zu dünn und gibt mir dann eine extra Portion zu essen. Geil, ist doch nice. Der Pierre! War das deine Karte? Nein. Nur diese eine Sache sollst du drauf haben, Pierre. Der Pierre, der mag Zaubertricks, mag nicht andere Zauberer. 15. Zauberei führt man nicht vor, Zauberei lebt man. Bitte, das ist nichts, was man kauft. So etwas gönnt man sich. Das ist Luxus pur. So, den Satz habe ich im Kopf, wenn ich das lese. So, nun. Und die Isabelle haben wir. Sie mag Geister, mag nicht die Nachrichten. Lol. In dieser Welt gibt es Schatten, von denen die Menschheit zu ihrem Glück nichts ahnt. Okay. So, hat er da... Der Alligator. Sind das Beine? Ja, Alter, da ist was drin. Habe ich irgendein Item, womit ich den verprügeln kann? Nö. Nix. Pömpel! Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass du das darfst, Digi. Bandagen. Okay, das ist nicht gut. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich ja diese Items habe, gell? Irgendwie muss ich mit dem Milch befüllen. Hilft bei fast jeder Art von Verstopfung. So, moin. Die Bände sind so dünn, dass man eben an die Leute atmen hören kann. Ist das so ein arme Leute-Problem, das reiche Leute wie ich nicht verstehen können? Alter, die gehen hier ganz schön auf die Säcke. Geh weg, ich mache Selfies für Krakennet. Ich würde dir gerne den Pömpel ins Gesicht drücken. Kann ich das machen? Ja, was heißt nicht darf? Mach's einfach. Schade. Ich hätte ihm gerne den Pömpel ins Gesicht... Ah, Moment. Schade. Ich hätte ihm gerne den Pömpel ins Gesicht gedrückt. So, aber hier gibt's wieder nix. Schade. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ah ja, der Kraken. Hier geht's jetzt rund, oder was, Jung? Also? Ja, ich bin auf dem Weg. Warte mal, hier kann ich auch noch nach links. Gibt's hier auch noch was, oder? Wow, das ist echt dreckig. Davon möchte ich nichts anfassen. Ah. Hier hätte ich vielleicht noch mal zwischenzeitlich hingehen sollen, oder? Kann ich nicht lang. Das ist eine alte Kiste, die kann ich nicht kaputt machen. Schon 10 Uhr morgens. Was war... Was? Ich dachte, das wäre was. Das sind einfach fucking Alligatoren, Digi. Da sagt halt auch keiner was, ne? Der Alligator knurrt dich an. Warum? Was mit dir da oben?
Moin. Nicola hat gestern den ganzen Tag lang den Cafeteria-Lord genervt. Den Cafeteria-Lord. Oh, hier sind noch ein paar. Der Nikolai, uff. Ich wollte einen Kuchen für Stanislav machen, aber ich habe es nicht geschafft. Patizza trinkt aus der Pepsi-Dose. Okay, sowas wie Pepsi. Ich feiere lieber im Kleinkreis. Der Stanislav. Er mag Geld, er mag nicht Nikolai. Alles klar. Porträt 20 Schlotinki. Ganzkörper 100 Schlotinki. Keine Meckers oder Furies. Okay. Was bildet der sich ein, dass er ist? Da komme ich nicht hoch. Hier unten, da sind noch wieder die... Aber hier gibt es sonst nichts, ne? Diese fucking Alligatoren, Alter, was geht? So, was ist mit dir? Okay, aber hier gibt's sonst nichts, oder? Ach, guck mal. Bitteschön, eine frische Tasse Tee, mein Junge. Ich wurde von einem Alligator gebissen. Ich brauche was, um die Blutung zu stoppen. Psst. Es zieht sich nicht so zu schreien. Warum erspannst du dich nicht bei einer Tasse Earl Grey? Aber ich hab doch hier, ich hab doch Bandagen, Alter. Ich kann dir doch helfen. Ich denke, die könnte hilfreich sein. Oh, sieh mal an. Das sollte mir besser auf deine klaffende Wunde tun, oder? Ja, bitte. Cool. So, fertig. Jetzt geht's dir schon besser. Du siehst aus, als wärst du nie von einem Alligator gebissen worden. Und jetzt ab mit dir. Moment. Mein Arm ist gebrochen. Sie müssen ihn schienen, damit er vernünftig... Tschüss. Wow. Okay, krass. Mann. Geil. Und wieder eine Freundschaft. Mann, diese Kids werden immer vorlauter, oder? Besten Dank für die Hilfe, altes Haus. Kein Ding. Sau geil. Voll gut. Ist kein Ding. Geil. Noch ein Dingsbums. Komm, sag. Noch eine Freundschaftsmarke und wir können uns dann tatsächlich ein bisschen Zeug holen. Moin. Bist du bereit fürs Kino? Noch nicht. Ja, warte. Weil wir werden nämlich jetzt wunderschön speichern gehen. Ja, wir werden jetzt speichern gehen. Und dann gehen wir aufs Date und dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir dann die Party retten. Beziehungsweise zur Party gehen. Ich hoffe, das ist hier gerade schon richtig. So, erstmal den ganzen Spaß weg. Abgeben. Ja, perfekt. Alles klar. Meine Damen und Herren, ich mache hier einen Schnitt. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Und dann gucken wir mal, wie das so läuft. In dem Sinne, haut rein. Vielen Dank. Tudelü.